bereits auf der Bahn rechts im Westen startbereit. Die ME262, in diesem Fall natürlich ein Nachbau des Originaljägers aus dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt keine flugfähigen Modelle mehr von damals, aber dieses Exemplar wurde mit viel Arbeit und viel Enthusiasmus nachgebaut. Zu den Daten gleich ein bisschen mehr, nachdem das Flugzeug gestartet ist. Genießen Sie die Silhouette am Himmel über Berlin, das ist wirklich einmalig. Davon gibt es nicht sehr viele auf der Welt, meine Damen und Herren. Das war das erste düsengetriebene Kampfflugzeug der Welt, das im Einsatz war. For the 262, who's just starting his takeoff run now, in fact. Dieser ME262B1-A ist die Messerschmitt-Stiftung aus München. From the Messerschmitt-Stiftung in Munich, where they not only have this 262, they also have a number of beautifully preserved ME109s. The Messerschmitt 262, the world's first operational jet fighter. Die Tango, die wir hier sehen, hat ein bisschen vielleicht zum Lebenslauf. Im Juli 1993 wurde mit dem Konstruktionsbeginn von 5 Nachbauten in Texas begonnen. Und dazu wurde eine original doppelsitzige Schulmaschine, die sich in der Hand der US Navy befindet, aus dem Zweiten Weltkrieg komplett zerlegt. Alle Teile wurden kopiert, um so die Nachbauten herzustellen. Well, the story of this aircraft begins back in 1993. Ja, 1999, Entschuldigung, ist das Projekt dann von Texas nach Seattle umgezogen und im Herbst 2000 wurde das Originalflugzeug, das zerlegt wurde, um die Teile zu kopieren, wiederhergestellt und an die US Navy zurückgegeben. Und der Erstflug des ersten Nachbaus fand dann im Dezember 2002 statt. June 1999, the project moved from Texas to Seattle. Danach gab es recht schnell, bereits im Januar 2003, nur wenige Wochen nach dem Erstflug, einen technisch bedingten Landeunfall mit schweren Schäden an der ersten Maschine. Und erst anderthalb Jahre später, im Juni 2004, flog die Maschine dann wieder. Well, from that point onward began a very long technical assessment and technical test program, which was completed. And in 2004, in June of 2004, the aircraft was cleared for flight in public. This particular aircraft made its first flight in August 2005 in Seattle. Januar 2006 wurde die Maschine dann nach Europa gebracht, mit einer Cargolux nach Luxemburg, wurde dann weiter transportiert in einem LKW in das Flugmuseum Messerschmitt nach Manching bei Ingolstadt. Und der zweite Erstflug, wenn man es so nennen darf, fand dann in Deutschland, in Manching, am 25. April 2006 statt. Taken to the Flugmuseum Messerschmitt in Manching and reassembled, making its second first flight in Germany, on the 25th of March 2006. Und den ersten Auftritt in der Öffentlichkeit dann, die Europa-Premiere, im Mai 2006 auf der ILA 2006 hier in Berlin-Schönfeld. Maximum speed on this aircraft, 780 kilometers an hour, with an all-up weight of 5,523 kilograms. Die beiden Triebwerke sind zwei GE CJ610-9 mit einer Leistung von 2x1406 Kilopond.
Und dazu ist vielleicht als interessantes Detail diese neuen Triebwerke, die darin verbaut sind, die natürlich genutzt werden, weil die Originaltriebwerke wären viel zu unzuverlässig, sind deutlich kleiner als die Originaltriebwerke. Und bei der Rekonstruktion wurde um diese neuen Triebwerke herum eine Blende gebaut quasi. Wenn man heute also die Triebwerksklappe öffnet, schaut man auf diese Blende und die sieht genau so aus wie das Originaltriebwerk. Und erst darunter befindet sich das moderne Originaltriebwerk, das in seiner Leistung so gedrosselt ist, um das Flugbild und die Leistung darzustellen, wie es die ME-262/1942/43 im Einsatz hatte. Copying of these aircraft was so exact, they're now powered by a pair of General Electric CJ610s. Now that's a very small jet engine that actually produces more thrust, more horsepower, about 1,406 kp, than the original Jumo 004 engines. But they're very much smaller and they fit right inside the nacelle. So as part of the rebuild, as part of the reconstruction, they built two fake Jumo 004 engines inside the nacelles. So you open the side of the nacelle and there is what looks like the original engine. You then open the side of that and then you can get at the real engine hidden inside. Ja, interessante Geschichte noch, während die ME-262 schon zur Landung einschwebt. Im Originaldesign, ganz am Anfang, wurde sie mit einem Spornrad gebaut. Man hatte ja keine Erfahrung mit Kampfflugzeugen mit Düsenantrieb. Und man hat dann herausgefunden, dass bei den Startversuchen es keine Kontrolle mit dem Höhenruder gab. Das Heck des Flugzeugs kam einfach nicht hoch und man konnte nicht ansteuern. Und so malte man eine weiße Linie in die Mitte der Startbahn. An einem bestimmten Punkt und bei einer bestimmten Geschwindigkeit, wenn der Pilot diese Linie erreichte, tippte er kurz auf die Bremse. Das sorgte dafür, dass das Heck des Flugzeugs sich anhob, in den Wildschal kam und der Pilot jetzt die Möglichkeit hatte, mit dem Höhenruder den Start einzuleiten. Tja, und so reden wir heute über drei Erstflüge eigentlich diesen Modells. Im Original am 18. Juli 1942 in Leipheim. Der Erstflug des Nachbaus am 15. August 2005 in Seattle. Und der Erstflug dann in Deutschland am 25. April 2006 in Manching. Und vielen Dank dafür, dass so viele Menschen so viel Enthusiasmus und Detailliebe da reingelegt haben, um dieses Flugzeug nachzubauen, sodass wir es heute hier am Himmel über Berlin sehen konnten. Vielen Dank an die Messerschmitt-Stiftung. Diplom-Ingenieur und Testpilot, Absolvent der britischen Testpilotenschule und hat Flugerfahrung auf Eurofighter, Ranger 2000, MiG-29, Tornado, ME-262 und der HA-200. Well, with a special aircraft, it takes a rather special pilot to fly it. And in that, we have Wolfgang Schirdewan, a very, very capable test pilot, flown a wide variety of types, including the Eurofighter Typhoon, the Ranger 2000, MiG-29, Tornado, and of course the ME-262 and the Hispano HA-200.